So, wie berechnet man den Bohrlöcherabstand basierend auf dem Radius? Wenn man sich jetzt mal von außen die Jurte, fertige Jurte anschaut, sieht man, dass in der Raute zwei gleichseitige Dreiecke sind. Dieser Abstand interessiert uns. Dieser Abstand und dieser Abstand. Und die sind jeweils gleich. Wenn man sich diese Abstände jetzt von oben anguckt, kommt man zu diesem Modell. Also dieser Abstand hier ist dieser Abstand. Und hier sieht man ganz klar, das Ganze ist ein Dreieck. So, jetzt nimmt man einen Stab, steckt den Stab hier rein und sägt ihn an dieser Stelle ab. Und hier wird er jetzt abgesägt. Dann nimmt man einen Permanentmarker und setzt an den Markierungen jeweils einen Punkt. Und dann bohrt man Löcher. Fertig ist der Stab. Gut, dass es Videoschnitt gibt, Walter. So, hier müssen So, 12 Dachlatten, Buchsen und 12 Überkreuzungen. 36 Stäbe sieht man hier. Die oberen laufen nach rechts, die unteren laufen nach links. So, die Anzahl der Dachlatten muss immer durch 12 teilbar sein. Also, wenn ich jetzt quasi, ich kann jetzt 12 nehmen oder ich kann auch, wenn ich wollte, 24 nehmen. So, ich zeige mal kurz, wie 24 aussehen würde. 360 durch 24 oder durch 36 durch 48. Alles ist möglich. Wichtig ist immer, dass beim Dachkranz der erste mit dem sechsten verbunden wird. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die beiden hier würden zusammengehören und die beiden würden zusammengehören und so weiter. Und man muss sich das so vorstellen, warum 6? Weil warum muss alles durch 12 teilbar sein? Weil 12 ist nun mal 2 mal 6 und die Geraden laufen nach rechts, also der hier würde quasi nach rechts laufen, quasi der hier, machen wir den mal, wir machen den jetzt mal grün. So, damit es besser sichtbar ist, machen wir den grün. 1, 2, 3, 4, 5, 6, der läuft nach da. Die beiden müssen miteinander verbunden werden und der hier ist ja der nächste, der würde dann nach links laufen. Den machen wir jetzt mal orange. 1,
2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, hier mal. Hier habe ich es leider falsch gemacht. Der muss orange werden. Und der Grüne, der nach rechts läuft, der muss natürlich grün werden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Und jetzt machen wir mal einen blauen. Vielleicht finden wir was schönes Blaues hier. So, blau. Kein schönes Blau, aber egal. So, jetzt, der geht jetzt wieder. Der ging nach links. Das heißt, der muss wieder nach rechts gehen. Eins. Na komm. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So, die beiden gehören zusammen. So, der ist jetzt nach rechts gegangen. Das heißt, der nächste muss wieder nach links gehen. So, machen wir mal ein schönes Pink hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So, und so macht man das mit allen. Egal, ob man jetzt 12, 24, 36, 48 oder sogar noch größere Zahlen hat. Und okay. Jetzt hier sieht man, wie 1, 2, 3, 4, 5, 6 miteinander verbunden wurden. Und hier wieder 1, der linke ist der Einer, 2, 3, 4, 5, 6, da ist er, der Äußere hier. So. Ja. Halleluja. Man gucke sich dieses Chaos an hier. Und ja, es gibt auf jeden Fall ein paar Tricks, die man beachten muss. So, wir gucken uns jetzt mal schnell an, was wir alles brauchen. Wir sehen einen Staubsauger. Hinterher werden wir diese Platte hier nehmen und erstmal als Unterlage benutzen und den Staub dann von der Platte absaugen. Außerdem haben wir einen Akkuschrauber. Wir haben Tonkinstäbe, das ist ganz wichtig, dass es dieser Typ Bambus ist. Wir haben eine Japansäge. Kann ich mal kurz zeigen. Hier eine Japansäge. In dem Fall habe ich Dosuki Universal gewählt, weil der Rücken verstärkt ist, von Amazon gekauft. Hier haben wir Fallschirmseil, Survival Cord. Das ist, was die amerikanische Luftwaffe für ihre Fallschirme benutzt. Das hat mir mein netter Arbeitskollege geschenkt. Und ja, das ist für das Tension Band, also im Endeffekt das Band, das hinterher für die strukturelle Integrität sorgt des Jurts. Hier haben wir, was haben wir hier Schönes? Einen Bohrer mit Senker, 3 mm und ein Ersatzbohrer. Außerdem haben wir ein paar Schrauben. Diese Schrauben benutzen wir, um diese Schablone hier hinterher zu bauen, um die richtigen Abmessungen einzuzeichnen erstmal und dann auch die richtige Länge abzusehen. Greift man durch den Knoten durch und zieht hier an diesem Band und zieht die Schlinge zu. Ja, und wie willst du das nun wieder zusammen zu tun und in den Wagen kriegen? Kann man zusammenfalten. Also.
Okay. So. So, zieh mal auf mich. So, wie man jetzt hier sieht, die inneren Stäbe zeigen immer nach links und die äußeren Stäbe zeigen Fängt immer immer nach nach rechts. rechts. Ja. Und hier sind hinterher die gleichseitigen Dreiecke. Der Abstand ist genauso groß wie der Abstand. Zieh mal auf meine Hände. Ja. So, an dieser Seite macht man jetzt so einen Knoten einmal rum. Upp. Rum. Zu. So. Und das genügt. Jetzt ziehen wir auf das Loch. So, hier durch. Das genügt, ja. So. Was So. soll das denn bloß alles? So, jetzt macht man hier so einen Knoten. Jetzt greift man hier oben durch den Knoten durch, zieht lang und jetzt zieht man die Schlaufe fest, hält die Schlaufe fest, zieht nochmal nach. So, und oben noch einen Knoten drauf. Zack. So. Jetzt nimmt man die Schere, wenn man sie hat, und schneidet hier ab. Jetzt kann man diesen Faden, das macht man einfach da, wo man abgeschnitten hat, nochmal einen Knoten und nimmt das nächste Loch, weil die angesenkte Seite ist ja noch fertig. So.